Es würde jeglichen Rahmen sprengen, wenn ich dir das alles erklären und erzählen müsste. Ich sage nur Del Lavalros. Verstehe. Er hat fast einen Indianerkrieg vom Zaun gebrochen. Verdammte Diesen Drache. Scheiße. Verdammte Scheiße. Und es ist immer noch nicht richtig Ruhe. Und jetzt dreht er total am Rad. Was, kannst du ja mal vorne am schwarzen Brett gucken, was er jetzt wieder verzapft hat. So, ich glaube, ich schau gleich mal. Ich schau gleich mal. Brauchst du was zu essen oder zu trinken? Ja, ich würde tatsächlich was zu essen nehmen. Tacos oder Chili? Tacos natürlich. Sollst du kriegen. Hier, der hier. Ihr habt einen guten Hunger, no? Tee, natürlich. Das zeigt, dass Sie gesund sind. Das freut mich für Sie. Und Sie müssen wissen, ich bin Arzt. Jo, die Blackwater. Mein Name ist Dr. Bakshi, freut mich. Freut mich. Mit Carlos. Ja, ich danke. Sehr schön, Herr Carlos. Ah. Gemma, weißt du, was mit die Brauerei ist? Sind dann auch die Leute von die Brauerei oder? So, mein Guter, hier nimm Gracias. erstmal, kriegst du zwei Tacos und dann guten Hunger. Gracias. Gut, wie immer. Freut mich. Ja, guten Hunger. Welche Brauerei? Tumbleweed? Oh, hier diese von Strawberry. Ach, keine Ahnung. Ja, ich glaube schon. Aber ja. Ich Say. habe ja dahin keinen Kontakt mehr so großartig. Ja, no problem. Also ich glaube, ich werde mir mal ein Pferd nehmen und ein paar Waffen und dann werde ich da mal vorbeischauen. Hast du wieder böse Dinge vor? Ne? No, natürlich nicht. Ich muss erst mal schauen. Ich habe, bevor ich verschwunden bin, habe ich ja eine Bande zusammengestellt. Sehe. Ein paar von denen, diesen Bandachos, haben mir den Rücken gekehrt. Ne? Aber no problem. Also ich Ja, das scheint hier so allgemein üblich zu sein. Ja, natürlich, ja. Ah gut, ich war auch lange nicht da. Na gut, Das Gemma, ist wir sehen uns, ne? richtig. Ja, pass Adios. auf dich auf, sie. Wir machen, passen Sie. Adios, Dr. Bis Fuss. dann. Adios. Ja. Ja. Sehen Sie. Sie sind auch für diesen Herrn wie eine Fackel gewesen. Er ist lange nicht da. Wo kommt er hin zu Ihnen? Ja, als er damals hier ankam, ganz neu, ohne alles, da stand er auch plötzlich vor mir. Ja. Ja. Lange ist her. Wie lange sind Sie denn schon hier? Oh. Oh, so lange. Ja, viele, viele, viele Monde. Ja, hier, dann wissen Sie ja, was hier genau los ist. Ja. Ist mit den Indianern easy. Streit oder was passiert denn? Ja, es sind dumme Sachen passiert und ich glaube, das ist immer noch nicht ganz geklärt, weil Die hier. anscheinend gerade wieder dumme Sachen passieren Ja, sollen. Deswegen hier war ich heute sind auch schon sehr seit früh unterwegs, aber Jahren. ich habe Ist leider nicht die nicht Leute gefunden, die ich finden hier. wollte. Sie sind Aha, willkommen. verstehe. Sie wissen ja noch. Wen was ist, Sie können nie anders rufen. Oder noch Schlimmerem. Hier passiert schon wieder Wie? Zeug, was schlechtes Karma erzeugt. Verstehen Sie? Ach ja, oh, juh, du mein Gute, das ist immer was. Naja, man muss aus und stehen den Kampf des täglichen Wahnsinns, wie Sie sagen. Ja, aber der Wahnsinn hier, der sitzt da vorne im Sheriff's Office. Oh. Ja, mehr sage ich jetzt nicht, sonst rede ich Ja. mich um Kopf und Kragen und komme in Teufelsküche. Nein, die schicke sie nicht, so machen wir nicht. Nein. Alles gut. Es ist einfach nur, sie sprechen das, was sie denken, und das ist doch eigentlich der perfekte, wie sagt man, Zustand für eine Harmonie. No, so Ja, sollte sein. das Problem ist nur, mir wurde gestern nahegelegt, nicht zu sprechen, was ich denke, und zu lächeln, auch wenn was scheiße ist.
muss die. Um des lieben Friedens willen. Und ich hätte es vielleicht sogar getan für die Menschen hier. Aber nach dem, was ich heute früh gehört habe, würde ich das nicht mehr tun. Bier. Ja. Hallo. Namaste, dir. Hallo, Neffe. Ja, hallo.